Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Ich darf herzlich begrüßen heute Frau Prof. Dr. Daniela Hornung, die Direktorin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Vidia-Kliniken, Standort Diakonissenkrankenhaus hier in Karlsruhe. Und wir haben ein sehr erfreuliches Thema im Zeichen des Babybooms, den wir ja gerade erleben. Und die Frage, schwanger werden, welche Faktoren beeinflussen dieses Geschehen? Also dafür sollte man wissen, wie der Zyklus der Frau abgeht. Typischerweise hat sie etwa am 14. Zyklustag ihren Eisprung. Das Ei lebt nur etwa 12 Stunden. Danach ist es tot, wenn es nicht befruchtet wird. Die Spermien leben 3 Tage lang. Das heißt also etwa ein Zeitraum vom 11. bis zum 13. Zyklustag wäre der ideale. Und es gibt heutzutage auch Hilfen aus der Apotheke, dass man zum Beispiel per Urintest sehen kann, wann die optimale Zeit ist zum Schwangerwerden. Sagen Sie uns, welches Alter ist ideal bei der Frau und natürlich auch, welcher Faktor spielt das Alter des Mannes? Richtig, also bei der Frau ist das optimale Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Danach gibt es einen leichten Knick und bei 40 gibt es so einen starken Knick, dass es überhaupt nur noch zu 10% wahrscheinlich ist, dass sie schwanger wird. Bei den Männern sieht es auch so aus, dass ab 40 Jahre ein leichter Knick kommt. Das heißt, die Spermien werden weniger, die Beweglichkeit weniger. Es ist schon so, dass die Männer bis ins hohe Alter Väter werden können, aber eben die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr so groß. Und auch die genetischen Störungen nehmen leider zu mit zunehmendem Alter von Vater und Mutter. Alter ist das eine. Die andere Seite ist Körpergewicht und Ernährung. Richtig, genau. Welchen Einfluss haben diese Faktoren? Sowohl Über- als auch Untergewicht sind schlecht zum Schwangerwerden. Untergewichtige Frauen haben oft gar keine Periode mehr, keinen Zyklus. Das heißt, die Frau ist im Stress und sollte möglichst auch gar nicht schwanger werden, weil sie ja schon im Stress ist. Da hilft es oft, wenn sie ein bisschen zunimmt. Übergewicht ist auch ein Faktor. Das heißt, eigentlich sollte die Frau Idealgewicht haben. Übergewicht ist ein Faktor, dass die Frau nicht so gut schwanger wird und vor allem dann auch in der Schwangerschaft und bei der Entbindung große Probleme hat. Jetzt gibt es natürlich handfeste Erkrankungen, die die Schwangerschaft verhindern. Richtig. Zum Beispiel kann es sein, dass die Frau Schilddrüsenerkrankungen hat, sowohl Über- als auch Unterfunktion sollte behandelt werden. Zu viel männliche Hormone können stören, Milchbildungshormon kann stören, aber auch Polypen, Myome, Endometriose, Verwachsungen, Infektionskrankheiten. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man zunächst einmal erkennen und behandeln sollte, bevor die Frau dann schwanger werden kann. Und dann gibt es natürlich bei den Spermien Unterschiede. Sind die immer gleich gut oder behandelbar oder wie muss ich das sehen? Also bei den Männern geht die Frage immer dahin, ob sie zum einen einen Hodenhochstand hatten als Baby. Das ist oft ein Faktor, dass es schwer oder gar nicht mehr geht. Oder ob sie Mumps hatten in ihrer Jugend. Aha. Das macht die Spermien schlecht bis gar nicht mehr vorhanden. Ansonsten ist es so, dass es auch bei den Männern vorteilhaft ist, wenn sie nicht rauchen, mäßig Alkohol trinken, keinen Stress haben. Wir wissen, dass zum Beispiel Schichtdienst schlecht ist und im Gegenteil dazu ist zum Beispiel eine Zeit in Ferien die optimale Zeit zum Schwangerwerden für Frau und Mann. Sie haben Zeit füreinander und hoffentlich weniger Stress. Die Frage der beruflichen Karriere spielt eine immer größere Rolle bei Frauen. Wann ist denn eigentlich der optimale Zeitpunkt für eine Schwangerschaft? Darf man den zu lange hinauszögern wegen den beruflichen Chancen oder was kann man tun? Man sollte es lieber nicht zu lange hinauszögern, weil eben die Chance, dass es klappt, geringer wird. Die genetischen Erkrankungen werden höher im höheren Alter. Deswegen sollte man möglichst früh damit anfangen. Und jetzt die Frage natürlich, die sich immer damit verbindet, ist die der künstlichen Befruchtung. Was kann man dazu sagen? Also es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, Eizellen, die befruchtet sind, einzufrieren und später einzusetzen oder im Ausland sogar Eizellen von anderen Frauen einzusetzen. Aber ich finde das ein Problem für die Kinder, wenn die Mütter dann immer älter sind. Mhm. Also insofern wirklich, auch wenn es technisch, medizinisch möglich ist, der Vorschlag, der Wunsch, nicht zu lang zu warten. Mhm. Ja, Frau Professor Hornung, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt, was kann man tun, welche Möglichkeiten gibt es? Genau, wenn zum Beispiel herauskommt, dass die Eileiter nicht durchgängig sind
oder bei der Spermienuntersuchung, dass nur ganz wenige und schlecht bewegliche Spermien vorhanden sind, dann gibt es eine Behandlung im Kinderwunschzentrum. Das kann dann hingehen bis zur künstlichen Befruchtung, der sogenannten IVF, In-vitro-Fertilisation, oder sogar ICSI, intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Mhm. Wenn eine Spermie nicht mehr beweglich ist, kann die einzeln in ein Ei injiziert werden. Das Kind wächst zunächst mal im Brutschrank für einige Zeit und wird dann in die Frau zurückgesetzt. Herzlichen Dank, Frau Professor Hornung, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit, für unsere Medizinakademie. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Dankeschön.